Hey Leute, willkommen zurück zu Let's Play Professor Layton und der Ruf des Phantoms. Im letzten Part haben wir hier bei dem Rätsel von Luke schon ordentlich gefailt und ich möchte jetzt erstmal noch in dieses Zimmer gehen oder mal gucken, ob wir da rein können. Denn da waren wir vorher noch gar nicht. Da wollte ich eigentlich im letzten Part reingehen, aber ich hab's dann verkackt. Mal schauen, was hier ist. Sieht nicht so aus, als wäre dies Lukes Zimmer. Zweifelsohne befinden wir uns in Clarks Arbeitszimmer. Nicht schlecht, was ist dieser Clark ordentlich? Ja, das war ja schon als Student. Ich hätte mir wohl eine Scheibe davon abschneiden sollen. Okay. Hier ist doch hundertprozentig ein geheimes Rätsel. Bürgermeister oder nicht, Clark wird immer Archäologe bleiben. Als ihre Assistentin sollte ich die wohl alle lesen. Dieser Stapel sieht gefährlich wackelig aus. Der beste Beweis für Clarks immense Arbeitslast. Die Fenster sind so sauber, dass man das Glas kaum sieht. Irgendwer hält diese Fenster klar und glänzend sauber. So. Eine Münze. Auch nicht schlecht. Ich hätte aber lieber ein Rätsel. Noch eine Münze, okay. Rätsel, 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 Rätsel. Nein, Rätsel. Haha, das ist ja eine... Was eine Schau. Clark zu seiner Studienzeit. Wie schade, dass Sie nicht auch auf dem Bild sind, Professor. Ist ja echt kein Rätsel? Kein verstecktes? Einfach nur ein random Raum ohne nichts? Ich meine, der wird später bestimmt nochmal irgendwie wichtig sein, aber... Momentan ist hier gar nichts. Ja, okay, dann halt nicht. So, jetzt nochmal zum Rätsel von Luke. Ich habe mir die letzte Aufnahme nochmal selber angeschaut und ich habe jetzt nochmal eine andere Idee. Versuchen Sie es ruhig noch einmal, aber ich warne Sie, nichts wird Ihnen helfen. So, ich habe jetzt nochmal eine Idee. Und zwar, ich glaube, es geht wirklich nicht um die Zahlen, die sollen einen nur ablenken. Es geht darum, was der Luke immer sagt. Deswegen werde ich jetzt das nochmal hervorheben. Was sagt er denn hier? Hier sagt er... Ja, ich muss jetzt wieder alles zweimal antippen, okay. Ja, verdammt. Moment, er hat gesagt... Untersuchen Sie das Gemälde ruhig genauer, aber hängen Sie es bitte wieder richtig hin, ja? Ich glaube, das ist wichtig. So, was haben wir hier? Also immer auf das achten, was er sagt. Es ist nicht schwierig, wenn man ein wenig überlegt. Untersuchen Sie auch alles auf dem Boden. Untersuchen Sie auch alles auf dem Boden. Aber eigentlich ist es egal. Nichts wird Ihnen helfen, diese Tür zu durchschreiten. Komisch. Das verstehe ich jetzt dann doch nicht. Was sagt er beim zweiten Mal? Gar nichts. Okay. Aber Layton hat gesagt, wir sollen das einfach in Ruhe lassen. Und ich glaube, das ist wichtig. Ja. Ja. Ach ja, wenn Sie wirklich so viel Hunger haben, dann guten Appetit. Moment, was sagt er jetzt? Jetzt sagt er, glaube ich, wieder das Wichtige. Wenn Sie fertig sind, dann stellen Sie den Deckel bitte wieder drauf, sonst wird das Essen kalt. Okay. Dann beim Teddy sagt er... Moment. Finger weg von meinem Teddy! Ja, das sagt er jetzt beim zweiten Mal, glaube ich, auch wieder. Sowas in der Art. Bitte lassen Sie meinen Teddybären in Ruhe. Ja, den hat mir meine Mutter geschenkt und er bedeutet mir sehr viel, genau. Also übrigens, wenn ich mal auf ein Rätsel nicht komme, ich werde niemals eigentlich im Internet nachsehen, weil das ist ja behindert. Aber ich werde mir immer nochmal meine eigenen Videos angucken, falls ich bei einem Rätsel hänge und dann nochmal drüber nachdenken in Ruhe, während ich gerade nicht aufnehme. Weil das ist oftmals dann leichter, nochmal drüber nachzudenken und genauso habe ich es hier auch gemacht. Tun Sie doch gerade, was ist denn? Brauche ich gar nicht, selbst von hier aus merke ich, was Sie tun oder nicht. Das verrate ich Ihnen nicht. Das müssen Sie schon selbst drauf kommen. Er merkt das auch, wenn er uns nicht sehen kann. Okay. Nochmal die Klinke. Also ich achte nur auf das, was er sagt. Wie gesagt, weil das ist am wichtigsten. Ja, das ist... So, beim zweiten Mal passiert was? Lassen Sie uns zuerst all die anderen Dinge untersuchen. Okay. Dann nochmal den Teppich. Das ist völlig egal, wissen Sie, ich kann es von hier aus sowieso nicht sehen. Zu sehr auf Zahlenspielereien, ja, das soll nur ablenken. Ich rufe jetzt mal nochmal. Und werde jetzt... Ja, man soll alles in Ruhe lassen. Ich werde jetzt einfach mal die Klinke die Klinke auslösen. Keine Ahnung. Wir können nichts tun. Heißt das auch, wir dürfen nichts tun? Einfach nur die Klinke. Zack. Nee. Schade, dann halt nicht. Oder... Keine Ahnung, Mann. Das gibt's doch nicht. Ich hasse das Rätsel. Oder einmal... Bild aktivieren und dann wieder hinhängen. Das hier...
Ich könnte so ausrasten hier. Die Verbindung ist gelinde gesagt nicht gerade offensichtlich. Hören wir lieber auf das, was Luke sagt. Je mehr er spricht, desto eher wird ihm ein Hinweis herausrutschen. Es hat mit dem zu tun, was Luke sagt. Wir sollten uns vor allen Dingen darauf konzentrieren. Ja, habe ich. Okay. Nochmal. Gott, ist das ein Scheiß, hey. Ich will doch einfach nur das Rätsel jetzt schaffen, ja. So, also Bild kann ich anschauen und muss ich aber wieder hinhängen. Das Essen kann ich anschauen, ich muss aber wieder den Deckel drauf machen. Teppich ist egal. Teddy darf ich nicht. Das Dingens hier, also das Schild soll ich in Ruhe lassen und Klinke, keine Ahnung. Ich denke mal, die Klinke ganz am Ende. So, nochmal. Okay, Bilderrahmen. Ja, Essen. Ja, wieder hin. Teppich. Luke sagt, es sei egal. Was weiß. Mann, jetzt lass mich halt da rein! Das gibt's doch nicht! Mann, jetzt hänge ich hier an diesem Kackrätsel, hey, das. Ach! Das kann doch nicht euer Ernst sein! Das ist halt so kacke, auch bei diesen, ich sag mal, Overworld-Rätseln. Da hatten wir ja schon mal eins mit den, mit dem Seil durchschneiden. Da gibt's halt keine Hinweise, die man sich holen kann. Oder keine Tipps, sollte ich eher sagen. Das ist so dumm. Er lässt sich nur dann eintreten, wenn er etwas Bestimmtes macht, aber er kann mich nicht sehen. Das ist so verwirrend. Ich muss irgendwas machen, er kann mich nicht sehen. Er hat Zahlen hingeschrieben. Beim Teppich ist es egal. Heißt es, dass ich den Teppich in Ruhe lassen muss? Einfach, ich mach's jetzt nochmal. Bild und Essen und Klinke. Ich weiß es nicht. Bild. So, Essen. Nochmal. Und Klinke. Nö. Keine Ahnung. Was? Ich könnte so ausrasten. Oder muss ich 1, 2, 3, 4 machen wegen dem Briefkasten? Oder so? No, ich versuche es einfach immer mit Rufen, weil irgendwann werden wir das schon hinkriegen, vielleicht. So, 1. Ja, was sagt sie da eigentlich? Auf der Plakette steht eine kleine 2, ja. Ich muss das doch eigentlich wieder richtig hin tun, oder? Habe ich gedacht. Ja. Ey, das ist so dumm. Was hat sie gerade was von der 5 gesagt? Nee. Oder? Bin ich jetzt blöd? Hat die gerade was von der 5 gesagt? Nee. Oder? Moment. Der hat doch gerade. Moment, 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 nochmal. Ah, ich kann bei der Tür auch. Das ist nicht dein Ernst. Ich kann bei der Tür auch was machen. Nicht dein Ernst. Luke, ich hätte da eine Frage. Zum einen weißt du, wer ich bin. Und zum anderen scheinst du mir außerordentlich gut vorbereitet. Hast du mich etwa erwartet? Ich, das. Wissen Sie nun, was Sie tun sollen? Oder muss der große Professor Layton bei einem solch einfachen Rätsel die weiße Fahne hissen? Luke, das war sehr unhöflich von dir. Entschuldige dich auf der Stelle. Das macht doch nichts, Emmy. Schauen wir uns weiter um. Aber Professor, sowas sollen Sie dem Bengel durchgehen lassen? Wir können das immer noch klären, wenn wir mit ihm persönlich sprechen. Solange sollten wir unsere Aufmerksamkeit lieber dieser Tür widmen. Na schön, Sie sind auf jeden Fall geduldiger als ich, Professor. Es gibt also doch noch was, was ich noch nicht untersucht habe, nämlich die Tür. Sehen Sie mal, Professor, oben in den Türrahmen ist die Ziffer 5 eingeritzt. Zur Dekoration gehört das bestimmt nicht. Was soll das wohl heißen? Schauen wir weiter, Emmy. Wir dürfen die Zusammenhänge nicht aus den Augen verlieren. Warum sagt er da jetzt nichts? Warum sagt da jetzt der Luke nichts dazu? Also hat es doch was mit der Reihenfolge zu tun? Das macht alles keinen Sinn. Das macht alles keinen Sinn. Und ich hab auch immer noch keine 8 gefunden. Also ich finde hier keine 8. Es gibt auch keine 8. Ist das jetzt auch wieder eine 5? Ja. Es gibt keine 8. Hat es jetzt was mit den Zahlen zu tun oder nicht? Das ist so. Gott! Ich kann so ausrasten hier. Ehrlich. Ich habe keinen blassen Schimmer. Ich habe keinen blassen Schimmer. Ja. Ich werde es nochmal versuchen und, ja. Ich habe keine Ahnung. Sie
können nichts tun, um sich Zutritt zu verschaffen. Was heißt denn das? Nichts tun. Nichts tun. Ja, ich mache jetzt mal gar nichts. Vielleicht ist das ja die Lösung. Ich habe keinen blassen Schimmer. Einfach mal, wenn es das jetzt ist, ne, dann raste ich aus. Dann raste ich aber richtig aus. So. Are you kidding me? Das kann nicht euer Ernst sein. Kompliment, das war genau richtig. Sie haben exakt das getan, was ich von Ihnen verlangt habe. Nichts wird mich dazu bringen, die Tür für Sie zu öffnen. Oder anders ausgedrückt, tun Sie gar nichts, damit ich Ihnen aufmache. Und nichts ist genau das, was wir getan haben. Ein amüsantes Rätselflug. Ach so, er hätte ja auch hinter der Tür hören können, wenn wir etwas Bestimmtes getan hätten. Halt, was ist denn nun mit den versteckten Ziffern? Luke ist noch klein, aber falsche Fährten legt er offensichtlich schon wie ein Großer. Und ich bin voll drauf reingefallen. Nicht nur du, Emmy, nicht nur du. Ich hatte mir schon die verrücktesten Theorien überlegt. Nun gut, Luke, bist du jetzt davon überzeugt, dass wir keine Schwindler sind? Machst du uns jetzt auf? Ja, wie abgemacht. Oh Gott, so ein Scheiß. So ein Scheiß. Das gibt's ja nicht. Hallo, Luke. Vielen Dank, Luke. Chill mal ein bisschen. Dein Brief. Ich wollte ihn dir zurückgeben. Professor, der Brief stammt von Luke? Clark war nie ein großer Freund von Schreibmaschinen. Er schreibt seine Briefe stets von Hand. Und Ah. nur jemand, der ihm nahesteht, wüsste um unsere Freundschaft. Und dieser jemand war sicher, dass ich einen Freund in Not nie im Stich lassen würde. Sind Sie wirklich Professor Layton? Ist Ich das soll wahr, mal Luke? chillen. Wie konntest du nur? Was hast du dir dabei gedacht? Ja, nur zu. Ignoriere mich ruhig weiter. Clark. Ach was. Er benimmt sich schon seit einem halben Jahr so. Seit das Phantom erschienen ist, zieht er sich zurück und ich. Die Welt geht bald unter. Okay. Nee, ist klar. Nee, ist klar. Das Ende der Welt? Was meinst du damit? Luke, du kannst doch nicht so etwas Schlimmes sagen und dann einfach dicht machen. Er war nicht immer so, aber in letzter Zeit will er einfach mit niemandem mehr reden. Und wenn er spricht, dann wird man einfach nicht schlau daraus. Genau wie eben gerade. Diese sogenannten Prophezeiungen sind einfach nur albern. Prophezeiungen? Es ist wohl sowieso alles meine Schuld. Clark, wovon redest du bitte? Ach, nichts. Ich muss mich jetzt um meine Arbeit kümmern. Wir sprechen später weiter. Luke, der Professor ist ein guter Freund von mir. Sei so gut und leiste ihm Gesellschaft, ja? Nun, wir sehen uns später, Herschel. Alles Gute. Okay. Junger Herr, ich fürchte, Ihre Bettzeit naht. Bitte was? Wir haben uns doch noch gar nicht richtig unterhalten. Es ist ja noch nicht mal dunkel draußen. Ich bedauere es zutiefst, aber der junge Herr muss nun zur Ruhe kommen. Noch einen kleinen Moment bitte, Durland. Ich würde Luke gern noch eine einzige Frage stellen. Luke, das Phantom hat die Stadt nun schon mehrmals angegriffen, aber nie gab es Verletzte. Es ist fast so, als könne jemand vorhersehen, wann und wo das Phantom erscheint. Und dieses sogenannte Orakel hilft den Einwohnern, die betroffenen Viertel rechtzeitig zu verlassen. Luke, ich glaube, dass du das Orakel bist. Liege ich da richtig? Was? Lächerlich. Luke, ich möchte dich jetzt etwas sehr Wichtiges fragen. Also antworte bitte ehrlich. Wann wird das Phantom wieder erscheinen? Wagen Sie es nicht, dem jungen Herrn solch absurde Dinge zu unterstellen. Bitte verlassen Sie. Heute Nacht. Das Phantom wird heute Nacht zuschlagen. Aber wie kannst du dir? Heute Nacht also. Wenn Sie wollen, zeige ich Ihnen auch genau, wo es erscheinen wird. Das wäre sehr nett von dir, Luke. Junger Herr, lassen Sie doch die Albernheiten. Bitte sagen Sie Papa nichts, Doland. Aber junger Herr, ich. Wissen die Leute schon Bescheid, Doland? Haben sie alle vor dem nächsten Angriff gewarnt? Ja, ich habe alle darüber in Kenntnis gesetzt. Gleich überprüfe ich, ob alle in Sicherheit sind. Und wo genau wird das Ungetüm heute Nacht auftauchen, Luke? In der Great Alley Street.
Wir sollten uns sputen, auch wenn wir das Phantom nicht aufhalten können. Ich will wissen, ob sich Lukes Vorhersage bewahrheitet. Seien Sie bitte vorsichtig. Okay. Ein neues Geheimnis, nämlich Luke. Luke scheint das Auftauchen des Schattenriesens mit absoluter Präzision vorhersagen zu können. Wie ist das möglich? Wie kann der Junge die Angriffe nur so akkurat vorhersehen, wenn er nie sein Haus verlässt? Das mit dem Brief haben wir doch jetzt eigentlich geklärt, oder? Ja gut, ja, wir wissen noch nicht, warum Luke ihn geschrieben hat. Also, ja. Ja. Wir lassen es mal. Verlasse das Triton-Anwesen, okay. Aber erstmal hier im Kinderzimmer umgucken. Denn hier gibt es hundertprozentig irgendwo wieder ein geheimes Rätsel. Oh, eine Violine. Ein passendes Instrument für einen Gentleman. Ich spiele, seit ich klein bin. Ich bin gar nicht so schlecht. Instrumente reizen mich weniger, aber ich singe wirklich gern. Okay. Hier ist England und genau hier sind wir, der kleine Punkt. Also ich glaube, ich werde jetzt nicht jedes immer dreimal antippen, weil ich glaube, ich kann jetzt dreimal antippen. Diese Weltkarte ruft Erinnerungen an meine Reisen wach. Ja, ich kann jedes dreimal antippen. So gerne würde ich in fremde Länder reisen. Und jedes jetzt dreimal antippen, da habe ich dann doch keine Lust. Deswegen lassen wir das. Ich bin mir sicher, dass der Brief hier getippt wurde. Nämlich von Luke. Eine exquisite Auswahl an Kinderliteratur. Und sonst ist hier aber nichts mehr. Okay, doch kein verstecktes Rätsel. Dann reden wir mal nochmal mit dem Typen hier. Doland, bitte sagen Sie Papa nicht, dass ich in die Stadt gehe. Wie Sie wünschen, Herr Luke. Miss Hallowy kann des Nachts sehr gefährlich sein, selbst für Ortskundige. Sehen Sie sich vor. Danke, Doland. Ich passe auf mich auf. Professor Layton, Luke scheint Sie unbedingt begleiten zu wollen. Bitte achten Sie gut auf ihn. Okay, das tun wir. Gut, dann wieder zurück. Denn wir haben ja hier eigentlich alles erkundet. Und waren auch überall. Yep. Okay, was passiert jetzt? Nun gut, Luke. Wo genau sollten wir nach dem Phantom suchen? Wie ich bereits sagte, das Phantom wird in der Great Alley Street erscheinen. In North Alley. Ach ja, kommt dort nicht der kleine Junge her, den wir vorhin getroffen haben? Der, dessen Familie evakuiert wurde? Dann hat ihnen Doland wohl meine Warnung rechtzeitig überbracht. Luke, wie kommen wir am schnellsten nach North Alley? Wenn man am Bootssteg vorbeigeht, gelangt man an eine Kreuzung. Das Viertel gleich nördlich davon ist North Alley. Hat da nicht ein Polizist Wache gestanden? Das kann sein. Die Polizei hilft bei der Evakuierung der Anwohner. Wir sind vorhin an einer Ruine vorbeigekommen. Das Haus wurde von dem Phantom zerstört. Weißt du irgendwas darüber, Luke? Das Haus von Brocco? Der Angriff ist noch gar nicht so lange her. Niemand kam dabei zu Schaden. Nur das Haus wurde völlig ruiniert. So also sieht es aus, wenn das Phantom zuschlägt. Wie furchtbar. Ich hoffe wirklich, dass wir den Leuten in Miss Tallery helfen können. In North Alley werden wir gewiss nützliche Hinweise finden. Aber nun möchte ich mir doch noch einmal die verwüsteten Bauten näher ansehen. Wurden viele Stadtviertel von dem Phantom heimgesucht? Es hat doch sicher seine Spuren hinterlassen. Oh ja, sehr viele! Dann lasst uns unsere Suche bei Broccos Haus beginnen. Ich will sicher gehen, dass wir bei unserem ersten Besuch dort nichts übersehen haben. Okay, also nochmal zu Brocco. Zu dem verrückten Idioten. Also hier haben wir ja alles immer untersucht, deswegen können wir da jetzt einfach durchlatschen. Da müsste eigentlich nichts mehr sein. Da ist wieder Bucky. Hey Luke, freut mich, dass man dich mal wieder an der frischen Luft sieht, kleiner Mann. Oh, hallo Bucky. Du solltest öfter draußen spielen, davon wirst du groß und stark. Und hier, Onkel Bucky hat genau das Richtige für dich, damit kannst du dich auch draußen vergnügen. Oh, danke Bucky. Nämlich? Die Modelleisenbahn ist jetzt im Koffer des Professors verfügbar. Eine Modelleisenbahn. Du hast eine neue Karte für die Modelleisenbahn erhalten, Buckys Gleise. Aha. Du hast von Bootsmann Bucky eine Modelleisenbahn erhalten. Ab sofort kannst du im Koffer des Professors das Eisenbahn-Minispiel auswählen. Minispiel. Bist du clever genug, um die Züge auf allen Karten ins Ziel zu führen? Probier's mal aus. Okay, können wir uns eigentlich noch anschauen in dem Part. Und wenn du Lust auf etwas Abwechslung hast, dann unternimm doch mal eine Bootsfahrt mit mir. Leinen los, Kameraden! Naja, zumindest würde ich sie ja gerne losmachen, aber leider muss ich erst mein Boot reparieren. Aber kommt später wieder, wenn die Schaukel wieder seetüchtig ist, fahre ich euch überall hin. Okay, erstmal Koffer. Wird jetzt eh einiges Neues geben, nämlich auch wieder Notizen. Ach du Scheiße, einige neue. Auf dem Weg zu Clark trafen wir auf eine Dame, die samt ihrer 7 Sachen das Viertel verließ. Und zudem scheint die Polizei hierorts bemerkenswerte Präsenz zu zeigen. Mag dies alles mit dem Orakel in Verbindung stehen? Anscheinend vermag jemand die Angriffe jenes Ungeheuers, das Clark in seinem Brief erwähnte, vorauszusehen. Ja, und das ist Luke. Miss Hallowys Lebensadern. Die Kanäle, die sich durch die Stadt schlängeln, dienen beileibe nicht nur der Zierde.
Sie stellen wichtige Verkehrsrouten für die Anwohner dar, wie uns Bucky, der Bootsmann, aufs Nachdrücklichste versicherte. Ich bin sicher, dass auch wir bei gegebenem Anlass in den Genuss einer kleinen Bootstour kommen dürfen. Wiedersehen mit Clark. Auch wenn unser letztes Treffen einige Zeit her ist, fiel mir die Müdigkeit in Clarks Gesicht gleich auf. Als Bürgermeister dieses Ortes belasten ihn die Ereignisse der letzten Zeit schwer. Bisher begrenzte sich der Schaden auf Gebäude, doch es besteht die Gefahr, dass auch Menschen verletzt werden. Ich werde Clark nach Kräften bei der Lösung dieses Problems unterstützen. Luke, das Orakel. Luke scheint auf unerklärliche Weise das Auftreten des Phantoms voraussehen zu können. Ihm ist es zu verdanken, dass es bei all den schrecklichen Angriffen keine menschlichen Opfer gab. Wie erwirbt er aber sein Wissen, wenn er offenbar den ganzen Tag in seinen vier Wänden verbringt? Ich sollte auf ihn zugehen und ihn dazu befragen. Auf der Spur des Phantoms. Luke hat vorausgesagt, dass der mysteriöse Schattenriese heute Nacht auf der Great Alley Street in Erscheinung treten wird. Wir haben ja bereits gesehen, dass jener Bezirk gegenwärtig evakuiert wird. Da wir bis zum Einbruch der Nacht noch Zeit haben, möchte ich zuerst die anderen Städte begutachten, die das Phantom heimgesucht hat. Also schon alles ziemlich komisch hier, aber eigentlich glaube ich nicht, dass es was Übernatürliches in einem Professor Layton Spiel gibt. Das kann man alles mit Sicherheit rational erklären. Die Frage ist aber, wie genau. Jetzt erstmal Eisenbahnspiel. Lege deine Gleise so, dass dein Zug auf seinem Weg zum roten Feld alle Bahnhöfe passiert. Oh Gott. Fange bei der Startmarkierung an. Du kannst allerdings nur begrenzt viele Gleise legen. Achte dabei auch gut auf die gelbe Treibstoffanzeige. Pro Feld wird eine Einheit verbraucht. Um Gleise legen zu können, brauchst du immer ausreichend Treibstoff. Gleise dürfen sich nur dann überschneiden, wenn beide Stücke gerade verlaufen. Jeder Bahnhof gibt dir die Richtung vor, in der er zu passieren ist. Manche musst du horizontal, manche vertikal durchfahren. Oh Gott. Oft liegen Treibstoffkanister auf der Karte, sammle diese, um deinen Tank wieder etwas aufzufüllen. Umfahre Berge, Häuser und Bäume und weiche Autos und anderen Zügen aus. Auf jeder Startmarkierung ist die Anzahl Waggons vermerkt, die sich von dort auf die Reise machen. Lege deine Gleise mit Bedacht und vermeide Kollisionen mit anderen Fahrzeugen. Manchmal manövrierst du zwei Züge, die beide dieselbe Reserve nutzen, also gib gut acht. Berühre Loschen, um deine gelegten Gleise zu entfernen. Berühre Abfahrt, um deine Waggons in Bewegung zu setzen. Im Spiel erhältst du mit der Zeit neue Strecken, meistere alle Karten und schau, was passiert. Okay, ja dann mal Level 1. Buckys Gleise, los. Wird ja jetzt noch nicht so schwierig sein, oder? Ich meine, es ist Level 1. Okay. Ich meine jetzt einfach mal random irgendwas. Ne, das war schon dumm. Warte, löschen. Ich muss bei dem seitlich durch. Warte mal. So. 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 Und das passt gerade so. Mal gucken, ob das jetzt was wird. Oder nicht. Mal schauen. Ist auf jeden Fall ganz witzig gemacht. Ja, das passt und ist ja noch hier relativ einfach, weil es noch keine anderen Züge oder beweglichen Objekte gibt. Das wird in den späteren Leveln bestimmt noch viel, viel schwieriger. Aber hier jetzt Level 1 war auf jeden Fall ganz gut machbar. Yay, geschafft. Glückwunsch, Buckys Gleise ist geschafft. Okay. Jo, dann zurück. Ja, sowas ähnliches gab es im Professor Layton 1 auch schon, so Minispielchen, wo man immer neue Sachen sammeln musste von den Leuten und dass man dann immer wieder weitermachen konnte. Also ist sowas ähnliches auf jeden Fall. So, dann reden wir mal mit dem Typen. Hey ihr, ihr könnt nicht vorbei. Durchgang verboten. So ein Pech. Wir müssen uns fürs Erste wohl woanders umsehen. Achso, das war gar nicht der. Ach nee, ja stimmt. Ich soll ja erst zum Haus, zum Zerstörten, genau. So, hier nämlich. Hallo. Das Phantom hat mein Haus in handgerechte Stücke zerlegt. Jetzt kann ich auch ganz einfach umziehen, wenn ich will. Das tut mir leid, aber du hattest Glück, dass du dabei unversehrt geblieben bist. Das war kein Glück. Das Orakel hat der Polizei vorausgesagt, dass das Phantom angreift. Der Bürgermeister und die Polizei hatten die Gegend schnell räumen lassen. Natürlich. Und jetzt? Die Leute von der Versicherung zeigen mir einen Vogel, wenn ich mit einem Phantomschaden ankomme. Da kann man nur noch lachen. Irgendwie werde ich furchtbar traurig, wenn ich ihm so zuhöre. Lassen wir ihn fürs Erste in Ruhe. Er muss über seinen Verlust hinwegkommen. Luke, wo hat das Phantom sonst noch zugeschlagen? Mal überlegen. Östlich der Kreuzung steht noch ein Haus, das gerade repariert wird. Dann wollen wir mal einen Blick darauf werfen. Gut. Du kannst dir eine neue Episode anschauen, der lachende Junge.
Oh. Ja. Sollen wir uns jetzt gleich mal... Ja, wir schauen uns jetzt mal kurz an. So. Hier, das mit den Episoden habe ich noch nicht ganz verstanden, muss ich sagen. Aber wir schauen jetzt einfach mal. Brockos Haus wurde dem Erdboden gleich gemacht, doch das stürzt ihn nicht in Depressionen. Manche lachen dem Unglück eben ins Gesicht. Okay, dann mal los. Da kriege ich quasi immer so eine Vorgeschichte, oder wie? Eine Tragödie, eine Katastrophe, Brocko. Dein Haus ist ja nur noch ein einziger Schutthaufen. Brocko, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Geht es dir gut? Wenn alle mit anpacken, wird dein Zuhause bald wieder bewohnbar sein, da bin ich mir sicher. Nein. Was? Nein, danke. Irgendwie gefallen mir die Wände so. Schön surreal. Oder warte, noch besser. Ich lebe jetzt frei nach dem Motto, zurück zur Natur. Und nachts säuselt mich der Klang des Windes sanft in den Schlaf. Ein Traum. Spricht der Wahnsinn aus dir oder machst du ganz einfach das Beste aus deiner Misere? Ich glaube eher Wahnsinn. Naja, Hauptsache, du hast das Lachen noch nicht verlernt. Wer braucht schon an die frische Luft zu gehen, wenn er so einen Freiluftpavillon hat? ja. Also das mit diesen Episoden ist noch irgendwie komisch. Aber okay. So, wir gehen mal weiter. So. Jetzt soll ich hier nach rechts. Genau, da konnte ich ja vorhin nicht entlang. Aber kann ich hier jetzt rein? Immer, mittlerweile wahrscheinlich auch nicht, oder? Nein, okay. Dann gehen wir eben nach rechts. Und, hallo. Manche der Häuser am Kanal wurden vom Phantom zerstört. Inzwischen sind fast alle wieder aufgebaut. Welchen Zusammenhang mag es wohl zwischen den zerstörten Häusern geben? Haben Sie etwa schon eine Theorie, Professor? Nein, nein, noch nicht. Aber Sie haben doch sicher schon eine Vermutung, nicht wahr? Wir sollten uns zuerst nach weiteren Indizien umsehen. Luke, wo lassen sich sonst noch Spuren des Phantoms finden? Leider ist dies der einzige Ort, der noch nicht aufgeräumt wurde. Nun gut, dann wollen wir mal nach North Alley aufbrechen. Mit etwas Glück begegnen wir dort dem Phantom höchstpersönlich. North Alley liegt gleich nördlich der Kreuzung, ich führe Sie hin. Ich hoffe, dass die Polizei nicht den Zugang zum Viertel versperrt. Okay, und da ist wieder diese Ratte. Was soll denn das? Das hat auch irgendwas zu bedeuten, da bin ich mir hundertprozentig sicher. Können wir denn noch weiter nach rechts? Nein. Dort hat das Phantom nicht zugeschlagen. Wir sollten wohl direkt nach North Alley. Ja, sollten wir, aber Moment. Rätsel! Wie merkwürdig! Was meinen Sie? Ich könnte schwören, dass ich aus dem Loch eben eine Mäuseschnauze habe herausgucken sehen. Wirklich? Da müssen Sie sich getäuscht haben, Emmy. Aber dieses Rätsel hier wollte ich schon lange jemandem stellen. Wollen Sie es mal versuchen? Also der Luke scheint genauso rätselfanat zu sein wie der Layton. Die Schlüsselmaus. Okay. Diese kleine Maus hat einen wichtigen Schlüssel hinter ihrem Käsevorrat versteckt. Da sie jedoch Angst hat, jemand könnte das Versteck entdecken, möchte sie es unbedingt durch ein neues austauschen. Das einzige Problem dabei, der Käsevorrat ist im Weg. Der Schlüssel muss auf die freie Stelle links. Kannst du der Maus helfen? Okay. Okay, ja, verstanden. So ein Schieberätsel. Sowas kennt man auch schon aus dem ersten Teil. Oh Gott. Geh mal wieder rein. Also die Position von den Dingern gefallen mir jetzt noch nicht so ganz. Warte mal, ich würde am liebsten... Ja, ich krieg den da jetzt nicht runter. Ich würde am liebsten die beiden, also die beiden fettesten, so ineinander schieben. Was macht der Pfeil eigentlich? Achso, der zeigt mir einfach nur an, ich soll es nach da verschieben, okay. Ah. Ja, so ungefähr, aber... Ja, irgendwie auch nicht. Mann! Ja, ich bin doch auch eher immer so ein bisschen planlos, als dass ich irgendwas Bestimmtes mache, weil... Irgendwann wird man das schon mal herausfinden, denke ich mir immer. Ja, das war jetzt, glaube ich, ganz gut. Nee, war es nicht, weil jetzt kann ich nichts mehr machen. Verdammt. Nee, das bringt auch nichts. Ach ja. Das kann ja witzig werden. Ja, wenn der Schlüssel halt nicht so fett wäre. Das ist bestimmt ziemlich einfach sogar, das Rätsel. Und ich bin gerade einfach nur zu dumm. Wenn ich den...
Jetzt habe ich den Schlüssel schon mal hier. Die Frage ist, bringt mir das irgendwas? Ich glaube nicht. Ich glaube, der ist da nur im Weg, als dass es mir irgendwas Sinnvolles bringt. Also ich kann ihn hier rausziehen. Aber das bringt mir nichts. Hier, dieses eine Teil, das hier, das ich gerade bewege, das stört mich, weil das ist irgendwie komisch. Warum ist das überhaupt da? Wartet mal. Nee. Aber das sieht doch jetzt gar nicht so schlecht aus, oder? Oder doch? Vielleicht wäre es auch gar nicht so verkehrt, wenn ich dieses Teil hier irgendwie nach rechts bringe. Aber ich weiß nicht genau wie. Ja, fast. Aber irgendwie auch nicht. Mann! Ich bin so schlecht in dem Spiel. Ob das eine gute Idee war, das Spiel hier blind zu let's playen? Aber ich will ja auch irgendwie eine Herausforderung, weil das hier, also ich finde es, wenn man solche Rätselspiele nicht blind spielt, dann, oder blind let's playt, besser gesagt, dann ist es irgendwie langweilig, finde ich. Weil, dann kennt man ja alles schon und, ja, finde ich dann nicht so spannend. Jetzt habe ich das da nach unten gebracht. Ah. Jetzt tut sich was, glaube ich. Wartet mal. Ich glaube, ich bin auf dem richtigen Weg. Vielleicht. Oder auch nicht. Ah, fuck. Ja, ich krieg den da nicht nach links, weil den fetten da. Jetzt krieg ich den da auch nicht mehr vorbei. Nee. Nee, das kann nicht. Nee, das kann nicht richtig sein. Jetzt bin ich wieder am Anfang. Das gibt's noch nicht. Ich sollte mir eigentlich eher einen Plan überlegen, anstatt hier wahllos durch die Gegend zu schieben. Das stimmt schon, aber... Warte mal. Ja, die zwei Fetten, die sind einfach sowas von im Weg. Wie kann ich denn die hier platt... Aber jetzt habe ich was ganz anderes gemacht als vorhin. Also ich glaube, jetzt bin ich auf dem richtigen Weg. Jetzt sieht es ganz, ganz anders aus als gerade eben noch. Und das ist immer ganz gut, wenn es anders aussieht als gerade eben noch. So, jetzt muss ich Platz machen für den Schlüssel. Wie schaffe ich das? Ich muss eigentlich die Dinger hier nach ganz links verschieben, aber das kriege ich ja nicht hin. Wie mache ich denn jetzt am besten Platz für den Schlüssel? Nee, warte mal. Achso, aber wenn... Oh Gott! Warum ist das so kompliziert? Mann! Hier, den nach unten. Ja, fast. Ich hab's fast, aber... Fast reicht halt nicht, ne? Gott. Ich habe schon über 200 Züge. Aber ich glaube, ich näher mich schon. So langsam, aber sicher. Ah, jetzt. Das wollte ich machen. So, und jetzt muss ich... Es wäre eigentlich am besten, wenn ich zwischen die beiden Fetten so einen Zweierblock bringe. Die Frage ist nur, wie mache ich das jetzt? Weil das kriege ich, glaube ich, nicht wirklich hin. Und ich schaffe es jetzt fast, den Schlüssel hier rauszuholen, aber nur fast, weil der noch im Weg ist. Wenn der hier da drin wäre, in der Mitte, das wäre ganz cool, aber den kriege ich da, glaube ich, nicht so einfach rein. Nee. Aber was mache ich denn hier alles? Mann, ich hab's doch fast! Die müssen doch hundertprozentig irgendwie zusammengesteckt werden, die beiden Fetten. Das kann doch gar nicht anders sein. Alles andere ist... Schwachsinn. Ich bin viel zu dumm für sowas. Ich bin viel zu dumm für sowas. Nee, ich glaube, das... Wird jetzt erstmal nichts mehr. Die Parts werden noch immer so lange, weil ich mir denke, ach komm, ein Rätsel schaffe ich bestimmt noch und dann hänge ich hier 5 Stunden lang. Aber ich will mir jetzt hier keinen Tipp holen, das ist ja auch Blödsinn. Wie komme ich denn jetzt eigentlich aus... Ich komme jetzt irgendwie aus dieser Position auch nicht mehr weg. Ich weiß auch gar nicht, was ich jetzt überhaupt... genau machen soll. Also ich glaube, dass die beiden Fetten jetzt ganz unten sind, ist doch gar nicht mal so schlau gewesen. Weil die sind jetzt irgendwie halt ständig im Weg. Habe ich so das Gefühl.
Ich bin hier sowas von eingeengt, weil ich habe einfach irgendwie keine Möglichkeit, mich hier gescheit zu bewegen. Und deswegen, ja, ist ganz, ganz komisch irgendwie. Ja, ich glaube, ich mache es jetzt doch wieder ein bisschen anders. Aber wie genau mache ich's? Das ist halt die Frage. Oh Gott. So, nee, noch. Nee. Nee. Jetzt? Nein. Doch. Vielleicht? Nee. Aber fast. Vielleicht. Ich hab's doch schon fast. Ah, Mann! Nee, das macht auch keinen Sinn. Ah, wenn ich den da dazwischen schiebe. Nee. Krieg ich den nicht mehr nach links. Ja, ich glaube, ich sollte eigentlich schneiden, weil sonst dauert es ja ewig. Aber das Rätsel ist eh das letzte, was wir in dem Part machen werden. Deswegen muss ich da jetzt eigentlich gar nicht mal unbedingt schneiden. Wie kriege ich denn... Das ist so dumm. Das ist so dumm. Wenn ich die beiden Fetten halt irgendwie ineinander schieben könnte. Während da noch einer von denen dazwischen ist. Das wäre perfekt, dann hätte ich es, glaube ich. Aber ich weiß nicht genau, wie ich das machen kann. Wenn ich... Nee. Wie kriege ich denn die überhaupt jetzt wieder auseinander? Warte mal. So. Ich muss jetzt irgendwie den einen da... Nee. ja, fast. Vielleicht. Nee. Ich will den da dazwischen reinbekommen. Das gibt's doch nicht. Wenn ich jetzt den da dazwischen reinbekommen würde, dann hätte ich's. Das ist, glaube ich, die Lösung. Aber wie komme ich da hin? Wie mache ich das? Wie erreiche ich das? Da muss noch irgendwie es einen anderen Trick geben, den ich gerade noch nicht verstehe. Ist bestimmt auch voll spannend zum Zuschauen, oder? Ja, ich würde sagen, ich schneide es mal kurz und wir sehen uns gleich wieder, wenn ich die Lösung geschafft habe, weil das... Keine, sonst dauert der Part 50 Minuten und das soll auch nicht dauern. Also, wir sehen uns gleich wieder, wenn ich es gelöst habe. Oh, ich hab's, glaube ich. Oder hab ich's? Ja, wow. Was war das denn jetzt? Okay. Dann muss ich sogar gar nicht mal unbedingt schneiden, weil das hatte ich jetzt eh gleich danach. Also ich muss die gar nicht ineinander bringen. Ich muss einfach nur den Schlüssel einmal so in die Mitte bringen. Und dann schaffe ich es sowieso. Okay. Äußerst scharfsinnig. Der Schlüssel kann in nur 16 Zügen, genau, ins neue Versteck verschoben werden. Wie wäre es mit einem schönen, löcherigen Stück Schweizer Käse als Lohn für deine Mühen? Wie viel habe ich gebraucht? 400 irgendwas? Ach ja. Nein, da war eine Maus. Ich bilde mir so etwas doch nicht ein. Sind Sie sicher? Ich jedenfalls habe keine gesehen. Ja, okay, dann würde ich sagen, war es jetzt für den Part. Das wird irgendwie von Mal zu Mal failiger, aber so ist das Spiel nun mal. Ich hoffe, euch hat es trotzdem irgendwie gefallen. Wenn ja, dann könnt ihr gerne noch einen Daumen hoch geben oder auch einen Kommentar schreiben. Und wenn es euch ganz gut gefallen hat, vielleicht auch noch meinen Kanal abonnieren. Und hoffentlich beim nächsten Mal wieder einschalten, wenn es hier weitergehen wird bei Professor Layton und der Ruf des Phantoms. Also, bis dann.